Hallihallöchen! Willkommen zu einer weiteren Folge von ETS. Geht weiter mittlerweile alles hier. Weg. So, let's go. Oh, schon Level 10. Willkommen zu einer weiteren Folge. Und Folgen der Folge. Irgendwie so. Guck mal, das sind ja auch so kleine Männchen. Okay. Interessant. Ich muss mir mal mein LKW besser angucken. Da sind viele Details, die sind ja atemberaubend. Okay, egal. Wir fahren tatsächlich. Wir sind ausgeschlafen, wir sind getankt. Das heißt, wir können direkt die nächste Mission starten. Frachtmarkt. So, wir sind jetzt mittlerweile in Deutschland angekommen. Holy moly, das ging ja schnell. Postpakete, medizinische. Oh, super. Achso, das ist eine relativ kurze Strecke. Tschechische Republik. Oder wir machen eine lange Strecke nach Ungarn. Ja, das mache ich ja ungern. Okay. Ist ja gut jetzt. Aus, Ende. So, Elektronik haben wir auch noch. Das geht auch in die Tschechische Republik. Was wollen die Tschechen mit dem ganzen Zeug? Essig. Okay, geht nach Magdeburg. Dann haben wir noch Breslau. Also das hier ist natürlich für 31 Euro schon, ja, schon lukrativ, aber auch wieder so eine lange Strecke. Tja. Die Frage ist, wollen wir halt wieder runter direkt? Ich meine, ist jetzt zumindest ein neues Gebiet. Ist ja nicht hier, sondern ne, es geht da lang. Wir sind ja hier so hoch und jetzt geht es hier wieder runter. Ich wollte aber eigentlich immer weiter Richtung, also halt nach oben. Allerdings ist halt hier auch so scheiße viel. Digga, warum ist diese Map so kacke riesig? Der geht doch ja, ne. Ne, wisst ihr was? Wir versuchen trotzdem erstmal nach oben zu kommen, ja? Damit wir erstmal von, wir sind ja hier relativ weit unten, also wir sind hier irgendwo im Mittelfeld gestartet, sind aber erstmal nach unten gefahren. Und sind damit weitestgehend, ja, nahezu komplett unten. Doch, ist der unterste Punkt. Also, der am, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Äquator hier lang geht. Ob wir noch über dem Äquator hier unten sind oder ob der Äquator schon hier irgendwo ist. Weiß ich nicht. Wie gesagt, Geografie, ne, ist nicht meine Stärke. Aber auf jeden Fall halt sind wir halt von der Map ganz südlich gestartet. Und da würde ich jetzt schon versuchen, so nördlich wie möglich zu kommen. Also hier irgendwie Finnland oder so. Ne? Müssen wir mal gucken, ob wir hier so lang fahren oder so lang fahren. Wobei, ich meine, die Mission hier, wo war das jetzt? Die schickt uns ja zumindest hier oben lang. Also wird es wahrscheinlich eher auf Schweden rauskommen. Alter Schwede. Ja, würde ich mal sagen, nehmen wir die einfach mal. Da ist gerade was aufgeblitzt links im Bild. Was war das? So, mit unseren wunderschönen, super schnieken, schicken LKW, der super schön, super schnieke und super schick ist. Da muss auch was zu einem Mikro. Überall hat so einem Mikro, Alter. Fahren wir jetzt einfach mal direkt los, ja, ne? Genau, getankt, wie gesagt, ist alles. Wir könnten okay, mal ganz schnell gucken. Bei der Werkstatt, ob wir mittlerweile neue Teile haben, die wir bauen können. Wo ist denn das jetzt? Ach, hier. So, LKW-Konfigurator. Weil wir haben jetzt zum Beispiel das Ding hier, ne? Können wir mal gucken, ob das nicht optisch... Hä? Ach, man kann auch den Hänger ankuppeln lassen. Ah, lol. Cool. Ne, können wir mal gucken, ob das hier nicht besser aussieht mit dem Auflieger, weil der Auflieger ist halt so hoch. Ne? Kostet aber halt eine ganze Stange an Geld, das Ding. Und das mit diesem Global Trotter hier vorne finde ich auch nicht optisch so geil. Aber das hier kann man garantiert wegretuschieren, oder? Da ist der Bügel. Ach ja, stimmt, der Bügel wurde dabei auch entfernt. Ja. Genau, hier haben wir diesen Global Trotter. Aha, und hier haben wir einfach nur... Okay, Global Trotter kann dran bleiben, aber dann bitte weiß. Genau, so können wir es auch machen, ja. Da können wir uns auch drauf einigen. Oh, guck mal, hier muss ich die manuell auswählen. Weil die Zahl, die hier ist, die ändert sich ja automatisch.
Bei dem Flügel oben können wir aber selbst entscheiden, was da steht. Können wir cheaten. Jetzt haben wir 750 PS. So einfach geht's. Nee, also ich würde schon, das hier sieht wahrscheinlich zu langweilig aus, ja. Also Globetrotter würde ich schon bleiben, aber halt in weiß. Also in der Lackfarbe. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? XL. Ach, hier ist noch so ein ganz leicht eingraviert, kann man so ganz schwer erkennen, so ein XL ist ja noch mit eingraviert. Okay, ja. Okay, ich sehe aber, das ist mehr, als wir an Guthaben haben. Wir müssen also, wenn wir hier noch irgendwas machen, müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder Kredit aufnehmen. Bank. So, oh, wir haben mittlerweile eine Ratenzahlung abbezahlt. Das ist ja wow. Ah, nehmen wir noch mal hier so 50.000er Kredit. Weißt du was? Wir nehmen mal gleich mal den hier. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir nehmen, glaube ich, noch einen. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Und dann gucken wir mal. Ne, ich will jetzt nicht wieder unnötig Geld ausgeben. Weil es kommen später auch noch neue Teile. Das heißt, jetzt ist schon alles wieder, ne, ist ja Bullshit, aber das Ding hier hätte ich schon gerne. Andererseits, das Ding hier ab Level 12. Wie sieht denn der aus? Oh, Alter. Okay, ich glaube, diese Folge wird wieder eine Bastelfolge. Das merke ich jetzt schon. Rückgängig machen, ja. So, das war. Ach, dass ich immer hier, dass ich da immer komplett raus muss. Fahrzeugbrowser, genau. LKW-Browser, da ist er auch schon. Ja, okay. Weiß ich nicht. Das wäre natürlich optisch, wäre das nochmal ein schöner Hingucker. Was aber noch besser wäre, warte mal kurz, gibt es hier diese komischen Verkleidungsdinger? Ne, gibt es nur Sirenen gibt es hier. Weil bei amerikanischen Trucks, da gibt es ja auch immer diese Plaste-Dreiecke, die du raufpacken kannst. Diese Windspoiler. Aber sowas gibt es hier leider gar nicht, wie es aussieht. Schade eigentlich. Gut. Ja, dann würde ich ja doch schon fast bei dem XL bleiben, ne? Ne, bei dem. Ach ne, XL ist der ganz große. Okay, okay. Ah, okay. Gut. Aha. Weil die Sache ist ja auch mit diesem LKW-Konfigurator bei dem Auflieger, den wir haben. Ja, da könnte man tatsächlich zwar noch ein bisschen hoch gehen, aber so sieht es eigentlich auch schon ganz in Ordnung aus. Ne, so von der Bündigkeit. Ich meine, hier ist es schon ein bisschen, ne, hier ist schon ein bisschen sehr viel, aber das sieht tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Meine Meinung. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch. Oh, wir haben endlich mal neue Fahrwerke. Ah. Aber nur 6-2er, kein 6-4er. Guck mal, hier haben wir auch Level 12. Kann sein, dass das hier denn der 6-4er ist. Okay, ich glaube, wir warten bis Level 12. Muss ich das rückgängig machen? Ja. Ich guck mal nochmal ganz kurz rein hier. Dann warten wir wohl mal lieber, bis wir Level 12 sind. Das macht ja hier so keinen Sinn. Genau, wir sind Level 10. Wir müssen also noch 2 Level warten. Kacke. Fahrzeugbrowser. LKW-Browser. Mal gucken, wo wir hinwollen. Ach nee, ist auch bloß mit Lift. Das hier ist der 6-4er. Also für die, die gar keine Ahnung haben. Vorne ist die Anzahl an Achsen, an Rädern, die wir insgesamt haben. Und hinten ist die Anzahl an Rädern, die angetrieben sind. Das heißt, im Falle von dem hier haben wir zwar hinten 2 Achsen, davon geht die Kardanwelle aber nur bis zur ersten Achse. Oder je nach Bauform geht die entweder nur bis zur ersten Achse und die hintere ist lose, also unangetrieben. Oder die Kardanwelle geht direkt bis zur hinteren Achse und die vordere Achse ist unangetrieben. Und bei der Konfiguration geht die Kardanwelle halt an beide Räder. Das heißt, beide sind halt angetrieben. Was halt Sinn macht. Weil in dem Fall hast du halt das Problem, wenn du jetzt auf dem Untergrund bist, der rutschig ist, dann kann sich das eine Rad halt komplett durchdrehen, weil du halt die Last, die vom Hänger hier raufgedrückt wird,
ja auf beide verteilt wird. Das heißt, jede Achse für sich hat halt nur die halbe Traktion. Und dementsprechend ist es halt ein leichtes, dass sich die eine Achse, wenn sie durchdreht, sich halt ja irgendwo reingraben kann. Und dann, weil die Achse halt weiter nach unten geht, die vordere Achse, die sich halt nicht bewegt, oder halt, also die Achse, die sich halt nicht bewegt, die trägt dann immer mehr Last. Und da die aber keinen Antrieb hat, kriegst du immer weniger Traktion, je nachdem, wie weit du dich halt eingräbst. Das kann dir bei dem nicht passieren. Wenn du da die Differentialsperre reinmachst, dann hast du wirklich auf beiden Achsen, egal wie sehr sich davon eine eingräbt, halt immer die gleiche Traktion. Deswegen ist es schon sinnvoll, dass hinten alle Achsen angetrieben sind, wenn du, also ich meine, solange wie du auf Asphalt fährst oder sowas, ist es relativ egal. Aber gerade wenn du halt durch Waldgebiet und sowas fährst, ist es schon was anderes. Bei dem hier hast du ähnlich, also das Problem zwar auch, aber nur schwächer, weil erstens trägt die vordere Achse kaum Last und zweitens, wie man sieht, kann man die ja einfahren. Ja, das heißt, die beiden Achsen, die immer ausgefahren sind, die sind auch wieder antreibend. Ja, das sind wieder acht Räder und vier davon sind antreibend, und zwar die hinteren beiden Achsen. Deswegen würde ich persönlich immer entweder mir das hier holen oder halt das holen. Ne? Je nachdem, wie schwer ich es brauche. Aber die Sachen hier, die machen eigentlich meines Erachtens nach wenig Sinn, außer du fährst wirklich nur in der Stadt oder in der Autobahn. Aber sobald du so auch so Waldstrecken oder sowas fährst, würde ich mir sowas generell nicht holen. Ja. Die beiden hier sind ja eher so für Wendigkeit. Wobei das ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Sinn macht, weil bei dem hier kannst du diese Achse zwar hochheben, aber du hast halt immer noch einen extremen Radstand. Ne? Weil die Achse ist die, die Haupt lenkt. Das heißt, die limitiert deinen Lenkradius vorne. Und die Achse ist dein Punkt, um den du halt quasi lenkst, wenn man so möchte. Das heißt, das ist der entscheidende Radstand. Wenn du jetzt sowas hier hast, dann sind beide Achsen starr. Das heißt, der effektive Mittelpunkt ist zwischen den beiden Achsen. Ja, das heißt, da hast du einen etwas geringeren Radstand. Naja, und so hast du halt natürlich einen super geringen Radstand, wobei tatsächlich ist der fast gleich. Ja, genau. Die Mitte hier ist fast das gleiche, wo hier die Achse ist. Das heißt, der Radstand hier ist effektiv der gleiche. Du hast zwar hier wesentlich mehr Reibung, aber dein Lenkradius verändert sich kaum. Deswegen, was den Lenkradius angeht, wäre dann dementsprechend das hier das Beste, weil hier kannst du die hintere Achse hochheben. Das heißt, dein effektiver Punkt ist die vordere Achse. Und da siehst du schon, der Abstand zwischen den beiden ist super gering. Das heißt, dein Lenkradius ist auch wesentlich kleiner. Deswegen wenn du jetzt wirklich viel lenkst, weil du in engen Straßen oder sowas unterwegs bist, wäre für die Wendigkeit das das Effektivste. Ja. Deswegen muss man halt immer gucken, was man machen möchte mit dem LKW. Aber ich persönlich würde halt, wenn ich einen LKW habe, der für alles abdecken soll, dann würde ich halt entweder direkt bei dem hier bleiben, wenn es halt wendig bleiben muss, oder halt, je nach bei schwerer Last, dann halt, ne, ein von den beiden hier. Wobei der natürlich schon einen sehr weiten Radstand hat. Weil, wie gesagt, effektiv wäre er hier und damit hast du natürlich sehr weiten Radstand. Ja, schon heftig. Ja, das heißt, die beiden hier sind für uns erstmal out of order. Die anderen bringen hier alle nichts. Das heißt, wir müssten bei dem hier sowieso auf Level 14 warten. Bis wir den haben, müssen wir auf Level 12 warten. Wie sieht es bei den Motoren aus? Da sind wir jetzt Level 10. 540 ist jetzt der Sprung nicht so groß. Und da geht es erst wirklich, wirklich weiter, geht es erst hier ab Level 18. Wir müssen noch eine Menge fahren, ne? Also, das ist natürlich nicht so geil. Ich meine, der hat zumindest eine höhere Enddrehzahl. Das heißt, wir hätten eine etwas höhere Maximalgeschwindigkeit, aber da wir eh meistens nur 80 fahren, ich meine, schneller als 80 fahre ich ja nur, wenn ich mal ein bisschen Langeweile habe. Von daher wäre das auch nicht sinnvoll. Was sinnvoll wäre, wäre der hier. Weil der hat mehr Leistung als der jetzige Motor. Wir haben ja, glaube ich, den hier. Glaube ja.
Und vor allen Dingen, er geht aber mit der Drehzahl weiter runter. Das heißt, der Motor hat schon früher Power als der. Ich meine, was wir dann wirklich damit machen, ist dann natürlich Frage des Getriebes. Und da, hey, wie ist das sortiert? Geht es erst hoch? 0, 10, 15, 16 oder geht es wieder los? 0, 10. Warum ist es hier so komisch sortiert? Naja, wer weiß. Ja, da haben wir mit Level 10 haben wir schon neue Getriebe, aber auch bloß 12 Gänger. Da weiß ich jetzt gar nicht, welchen wir überhaupt haben. Wir haben den. Warum ist das hier so komisch sortiert? Wir haben noch den hier, oder? Ne, den hier haben wir. Den 12 Gänge mit Retarder, den haben wir. Das macht tatsächlich auch Sinn. Weil der hier hat eine höhere Untersetzung. Also in dem Moment würde er so lange wie wir nur 80 fahren, würde der tatsächlich doch mehr Sinn machen, weil wir damit im unteren Drehzahlbereich mehr Gänge zur Auswahl hätten. Wobei ich sehe gerade die Ration, die Ratio ist dafür kleiner. Eben, wir haben hiermit wesentlich mehr Torque. Ne, aber nicht, wir haben weniger. Wir haben weniger. Eben, die Untersetzung ist geringer. Genau. Das heißt, der ist hiermit zwar, also die Untersetzung, die Ratio ist kleiner. Das Differential ist dafür größer. Das heißt, im Durchschnitt bleibt er so ungefähr gleich. Keine Ahnung, müsste man jetzt wirklich ausrechnen. Aber ich sehe da wirklich nicht den Sinn zwischen den beiden jetzt hier. Das hier wäre natürlich, ne, der hat schon Klettergänge. Das ist natürlich ein extremes Getriebe. Ja. Guck mal. Hier hat man eine Untersetzung von maximal 11. Hier von 14. Und der geht runter auf 32. Weil er hier noch zwei Klettergänge drin hat mit. Ne? Und mit diesen, das ist das, was wir bei der einen Spezialmission gesehen haben. Dieses, wo wir da hatten, dieses C2. Das sind diese Dinger hier. Dieses C1 und C2. Diese Klettergänge. Und da hat er natürlich super heftige Untersetzung. Und der hat auch ein wesentlich höheres Differential. Das heißt, der kann auch bei den normalen Gängen fängt er wesentlich weiter unten an. Das ist schon ordentlich. Aber braucht halt auch Level 16, ne? Okay, ich sehe gerade, die oberen vier sind genau die gleichen wie die unteren vier, nur dass die unteren vier immer den Retarder mit dabei haben. So ist das hier also sortiert. Okay, naja. Wenn man so möchte, dann bitte. Ja, das heißt, das hier macht gar keinen Sinn. Das ist, wenn du wirklich nur in der Stadt fährst, weil das ist quasi, ja. Sechs Gänge ist eigentlich so Autogetriebe, würde ich jetzt mal sagen. Macht bei LKWs eigentlich nicht wirklich Sinn, außer du fährst sehr viel auf der Autobahn. Dann ja, aber wie gesagt, gerade so für Anfang und sowas alles, weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt wenig Erfahrung mit. Ja. Ich meine, wir haben ja eine Ratio, die gerade mal bis 5 runter geht. Das wird aber dafür nochmal mit 2,4 multipliziert, weil Drehmoment Erhöhung hast du damit, dass du eine Untersetzung drin hast. Das heißt, in dem Moment, wo der Drehmoment erhöht wird, ist quasi das gleiche, wie als wenn du diese Werte hier oben mit dem Wert multiplizierst, um den effektiven Verhältnis zu haben. Das heißt, du landest hier dann doch irgendwo auch wieder bei 10 bis 11. Ja, und Differential hast du dafür aber 4. Das heißt, gerade im ersten Gang hast du tatsächlich ganz schön viel Drehmoment. Kannst aber dafür, dass der bis auf eine Untersetzung von 0,6 runtergeht, was ja quasi wieder effektiv eine Übersetzung ist, jetzt müsste man das natürlich auch mit diesen 2,4 verrechnen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wird denn das gerechnet? Weil der Wert wird ja mal genommen. Das heißt,
Dadurch, dass der Wert unter 0 ist, unter 1 ist, wird der ja noch kleiner. Aber ich glaube, das rechne ich gerade falsch, ne? Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das Getriebe ist ein bisschen suspekt. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ding in der Praxis verhält. Ja, interessant. Gut, hier können wir nichts wirklich Brauchbares machen. Da haben wir ja schon. Nee, haben wir nicht. Welches haben wir denn? Okay. Ach so, ist bloß ein bisschen mehr Akzente. Nee, weniger Akzente. Hä? Moment, ich meine, ändert sich irgendwie was? Oh, ja, okay, doch. Nee, da finde ich das hier sowieso optisch schöner. Ah, gut. So, hier ist es. Ah, gut, hier muss man jetzt alles manuell durchgucken, aber weiß nicht, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich hier. Wie gesagt, das Einzige, was hier vielleicht lohnt, sind halt wirklich die Reifen. Aber die können wir auch schon alle kaufen. Das heißt, da könnten wir nochmal reingucken, was da am effektivsten wäre. Wir haben ja die hier. Und besser als A gibt es nicht. Ja, das heißt, auch die wir erst später kaufen können, hier hat C und B. Also, hallo. Und der hat hier B und C, also auch eher zu vernachlässigen. Weiß ich gar nicht. Gut, hier könnten wir jetzt. Nee, das Ding haben wir ja schon. Ach so, der kommt noch dazu. Ja, okay. Das könnte man machen. Müsste man mal gucken. Wie sieht es bei den Hinterreifen aus? Da ist genau das gleiche. Wow, da kommt später noch ein DD dazu. Naja. Das hier ist noch interessant. Da haben wir ja das Ding. Oder? Nee. Nee, doch, da haben wir auch schon alle freigeschaltet. Ja. Ja, nee. Weiß ich nicht. Also. Gehen wir mal nochmal bei unserem LKW rein. LKW-Konfigurator. Wie sieht es denn hier aus? So, wenn ich jetzt mal hier rauf gehe. Aha, ja, genau. Ah, hier kann man sogar das Haar. Ja, okay, dann ist das Ding auf jeden Fall gekauft. Das haben wir. Bei den Reifen. Reifen. Da haben wir tatsächlich, genau, die AB-Reifen. Die auch optisch relativ gut aussehen. Von daher würde ich da erstmal nicht wechseln. Wüsste ich erstmal nicht, warum wir da was anderes nehmen sollten. Ich meine, die machen ja fast nur dann Sinn, wenn man wirklich Offroad hat, weil die Reifen sehen schon ganz schön rabiat aus, aber so viel Offroad fahren wir nicht. Da hätten wir mehr Nachteile als Vorteile, weil die halt einen höheren Energieverbrauch haben, weil die halt rauer sind, ne? Ich meine, wir haben hier Glattreifen und die Dinger haben halt Bremswiderstand von Black Cat, no. Von daher. Nur hier gucken, ob hier was Neues dazu gekommen ist. Ne, hier gibt es gar nichts Neues. Ja, nee, also. Für dich erstmal so tatsächlich bleiben. Ja, hier auch. Hier haben wir auch schon. Da haben wir auch schon. Gucken wir mal, was hier oben. Wobei, nee, hier wollten wir erstmal. Hier müssten wir erstmal das Ding hier holen. Lohnt sich aber noch nicht wirklich. Wir machen es mal trotzdem. Ja, jetzt geht die bei natürlich relativ weit runter. Ist aber völlig normal. Das hier holen wir uns noch nicht. Das hier auch noch nicht. Das hier macht auch keinen Sinn. Gut, außer dass wir mit dem. Ja, nee, genau. Das macht nicht so viel Unterschied. Hier wollen wir nochmal gucken. Hier können wir noch gar nichts holen. Danke dafür. Hier können wir unser Dings wiederholen. Das Ding hat. Okay. Nee. Ja, das sieht schon. Na, das oder das? Aber ich würde mal fast sagen, das sieht besser aus als. Oder? Wie sieht es denn von vorne aus? So. Ja, es macht eigentlich keinen so großen Unterschied. Ich würde aber mal sagen, das Ding sieht cleaner aus. So, dann klatschen wir hier wieder unsere Lampen ran.
Ey, wir können Baustellenlampen ranmachen. Oh my goodness. Oh my goodness. Da machen wir das natürlich auch. Dann haben wir endlich mal ein bisschen Baustellenbeleuchtung hier. Weil Scheinwerfer haben wir ja hier vorne bereits, ne? Also hier oben brauchen wir jetzt nicht so viele. Tja, die Frage ist, machen wir hier. Oh, was ist denn das hier? Achso, das sind so eine Strobusblinker. Und die anderen sind so ein Rundumleuchten. Ja, nee, Strobus ist schon geil. Cool. Haben wir hier bei den Hörnern jetzt auch neue? Oh. Hä? Auf dem Bild sehen die länger aus, sind aber gar nicht länger. Ach doch, nach hinten gehen die bis. Nee. Die sind kürzer. Wow. Das ist ja interessant. So. Ansonsten, ja, alles andere würde ich eigentlich so lassen. Können wir höchstens noch gucken, ob wir jetzt hier noch Scheinwerfer mit dran klatschen, um die auszugleichen, die wir jetzt oben verloren haben. Ne, das könnte man machen, so. Aber ansonsten eigentlich. Genau, Strobuslampen haben wir. Das passt. Achso, siehst du, wir wollten ja noch gucken hier oben, dieses Globeltrotter. Das wollten wir noch weiß machen. Ungefähr so hier. Genau. Ist jetzt natürlich mit der weißen Schrift ein bisschen blöd. Da wäre es jetzt schön, wenn man die Schriftfarbe ändern könnte. Ne, weil ist natürlich, ne, die Lackfarbe ist ja in dem Moment schon weiß, durch unser Lack halt. Durch unser Skin. Von daher wäre es halt schön, wenn die Schriftfarbe dann ein bisschen dunkler wäre. Aber gut, sei es drum. Ja, mal gucken, wie es von innen aussieht. Ja, schön geräumig. Läuft doch. Oh, sehr schnieke. So, genau, die Sachen können wir noch nicht machen. Die machen wir dann später irgendwann mal. Geil. Machen wir. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Was labert die immer? Wir sind doch immer noch am gleichen Ort. Hat sich hier was geändert? Nee, ne? Wir können auf Dreiachser gehen. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Endlich ein Dreiachser. Oh mein Goody Gott. Yay. Wird ja mal Zeit hier. Dreiachser for life. Was hatten wir gemacht? Hier hatten wir das gemacht und hier hatten wir das sieht richtig aus. AB. Der ist auch AB, aber wow, Alter, das sind ja mal fette Reifen. Okay. Achso, von Krone. Ja. Ja, Krone muss immer übertreiben. Das ist natürlich genau, hier haben wir schon, da haben wir schon geguckt gehabt. Da war auch ein. Tja, dass man den Reifen nicht anpassen kann, ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Das wäre natürlich schön, wenn man den auch als so ein Reifen benutzen könnte, machen könnte. Ihr wisst, was ich meine. So, das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Genau. Ach nee, guck mal, ich kann auch Kisten machen. Stauraum. Ja, mal her damit. Stauraum ist natürlich geil. So, hier vorne. Werkzeugkasten. Das bringt natürlich. Naja, optisch bringt es nicht viel, weil es durch den Grünton sich zu sehr beißt. Ja, und praktisch bringt es halt auch gar nichts, weil es halt nur ein optisches Ding ist. So. Von daher will ich hier fast bei den Feuerlöchern bleiben. Bam. Weil Werkzeugkasten, ne? Könnte man im echten, wenn man jetzt sich am echten orientiert, natürlich auch hier unten reinpacken. Also da jetzt extra Stauraum da vorne ran zu bringen, macht nicht wirklich viel Sinn. Da ist es lieber schöner, wenn man da vorne direkt die griffbereit die Feuerlöcher hat. Weil man steigt ja hier vorne aus dem LKW aus. Das heißt, man ist hier schneller als irgendwo anders. Ne? Außerdem kommen wir auch noch hier. Oh, was ist hier unten? Guck mal, hier unten sind so Schriftfehler. Da nicht. Da schon. Ist da eine Textur zu hoch eingestellt?
Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht, du. Ja, finde ich geil. Cool, haben wir drei Achser. Oh, was würde denn hier kommen? Oha, da kommt dann jetzt eine Menge. Okay. Okay. Interessant. Ja, würde ich mal sagen, bestellen wir so, ne? Easy. Das würde mich aber trotzdem noch mal interessieren. Ja, ich sag ja, diese Folge wird eine reine Baufolge. Fahrzeugbrowser. Achso, Auflieger können wir nicht hier, ne? Können wir nicht. Auflieger. Ah, doch, können wir bearbeiten. Ah, sehr geil, sehr geil. So, wir haben den. Wir haben. So, Alter. Eieieiei. Willkommen in Skandinavien, oder was? Holy moly. So, wir haben. Hä? Ich habe doch hier drei Achsen ausgewählt. Was ist jetzt hier kaputt gegangen? Oh, was ist kaputt gegangen? Ach ne, hier ist die Anzahl an Achsen. Ah, okay. Genau, wir haben das. Warum ist hier das Level... Ach hier, Level 11 wäre das. Das finde ich optisch halt ultra hässlich. Das hier, weiß ich nicht. Ist zwar wendiger, aber ist halt optisch auch ein bisschen... Das wäre noch geil. Weil das ist zum einen auch sehr wendig, weil dann hast du hier den Fixpunkt und die beide können lenken. Boah, das ist natürlich. Also wenn ich jetzt die Bilder richtig verstehe. Ja, genau, okay. Das heißt, die gelben Punkte markieren die Achsen, die man lenken kann. Und die so hochgeschoben sind, sind die Achsen, die man halt hochschieben kann. Das heißt, die beiden Achsen können beides. Die kann, ne, sieht man ja, die können sich hochschieben und sie können lenken. Das heißt, du hast ungefähr die gleiche Wendigkeit wie mit dem Auflieger, ne, also quasi die normale Wendigkeit, hast aber die doppelte Traglast. Das ist schon eine Ansage, du. Schon heftig. Warte mal kurz. Kann man jetzt hier, wo war denn das? Das war hier. Bumm. Was kann man denn hier für Achsen machen? Boah. Alter. Ja. Oh, Level 26. Schade. Das ist natürlich. Damit kannst du ja bloß in Amerika fahren. Kannst du in Europa mit solchen Aufliegern überhaupt fahren? So breite Straßen gibt es nirgendwo. Also, jetzt gerade Straßen müssen natürlich nicht breiter sein, aber Kurven müssen halt weiter sein. Da kannst du doch in Europa nirgendwo mitfahren. Funktioniert doch ja nicht. Alter. Warte mal kurz. Okay, es ist einfach nur repeated. Schade. Aber, ich meine... Warte mal, was? Wie wert noch dieses eine Design? Das hier. Das auch bloß repeated. Das wäre natürlich schön, wenn es hier dann durchgehen würde. Also, wenn das hier nicht schwarz wäre, sondern das hier komplett bis hinten durchgeht. Ja. Ja, das ist halt... Weil das halt beides für sich einzelne Hänger sind. Ne? Das sind halt beides Auflieger. Und hier unten hast du halt so ein Drehgestell, wo du den hinteren Auflieger halt einfach raufsetzt. Ist also jetzt nicht irgendwie ein Spezialtransporter, also Spezialauflieger, sondern wenn du dieses vordere Teil, diese beiden Achsen, das Ding wegdenkst, dann sind die beide einfach baugleiche Auflieger. Von daher haben die scheinbar auch dann hier die gleiche Lackierung. Ich meine, im echten Leben hättest du die Restriktion wahrscheinlich trotzdem nicht, weil du könntest natürlich trotzdem einfach sagen, ich hätte gerne hier das Bild durchgehend auf dem Auflieger. Aber bei dem, also aus Sicht des Spiels ist es halt dann scheinbar kaum implementierbar oder so. Ja, keine Ahnung.
Schade ist es natürlich trotzdem, aber was willst du machen? Heieieiei. Code-Container, so die billigste Art von Aufliegern. Das hier wäre halt schon, das wäre halt schon wirklich Elite. Ah. Nee, stimmt gar nicht, wo ist denn das? Ist ja gar nicht. Ist ja Trockenfrachtkoffer. Wo ist denn das hier? Das ist. Ne, da hast du nämlich, da kannst du mit so einem Auflieger kannst du einfach alles transportieren. Ja? Kannst du Kühlsachen machen, also Sachen, die gekühlt werden müssen, Lebensmittel zum Beispiel. Du hast aber auch Stauraum, um halt alles andere zu transportieren, weil wenn du halt normale Fracht transportierst, kannst du ja die Kühlanlage einfach ausschalten. Punkt. Das ist schon, so ein Auflieger, das ist schon, das wäre natürlich schon echtes Gold, ne? Oh. Wenn wir jetzt hier sagen, boah, Alter, gibt es hier verschiedene Sachen. Oh, wir sind leider die gleichen Grafikfehler, schade. Ja, das sieht optisch schon besser aus. Wobei, optisch würde wahrscheinlich sogar das hier am besten aussehen. Weil das mit dem Blau ist einfach, das sticht einfach zu sehr hervor. Können wir die Lackfarbe ändern? Nee, ne? Nee, können wir nicht. Schade. Ja, genau, hier kann man es ändern, aber hier kannst du das leider nicht ändern. Schade eigentlich. Ja, das ist natürlich. Ich meine, das geht tatsächlich auch noch, obwohl das zwar die gleiche Farbe ist, sieht das trotzdem besser aus als das irgendwie. Ja, obwohl nicht wirklich. Kann man schon. Ah, also optisch wäre das hier wirklich, wirklich am besten. Na, kann man schon echt viel machen hier, ne? Lol. Ja gut, auch natürlich super knallig rosa. Wie krass ist das denn? Also bei dem Skin ja, keine Ahnung, wie die Farbe heißt, aber also diese Akzentfarbe hätten sie ruhig weiß lassen können. Weil klar, Hatsune Miku ist natürlich türkis, ist ja richtig. Aber bei dem Skin passt das halt nicht. Na, bei dem Skin hast du halt als Hintergrundfarbe überall weiß und dann so Akzentfarbe hier komplett türkis. Das ist natürlich schon ganz schön heftig. Ja. Aha. Passend zu unserem LKW. Cool. Ja. Das gibt es sogar schon ab Level 13. Das ab Level. Oh, ab Level 12. Cool. Heieiei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cool. Ja, so sieht unser LKW. Na, siehst du hier zu der Beleuchtung würde das halt locker passen. Ne? Könnte man schon echt was schick gut machen. Ja, doch, mit der hohen Front sieht es gleich viel besser aus. Blinky Blinky. Hä, nee. Also entweder sieht es gerade nur so aus, weil alle vier Lampen unterschiedlich blinken. Nee, doch, die rotieren, oder? Hier die Lichtkegel, die sie produzieren, die rotieren. Wenn ihr aber genau drauf achtet, die rotieren die Lichtkegel. Was ist denn das für ein Müll? Die blinken doch offensichtlich. Warum rotieren denn die Lichtkegel? Okay. Naja, wer weiß. So, ah, hier muss man ein bisschen raus hier. Nee, mal so hier. Und so. Das sieht schon echt nicht schlecht aus. Es sieht schon echt heftig aus.
Cool. Okay. Okay, Folge geht 40 Minuten. Dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir Feierabend. Sonst eskaliert das noch zu sehr. Also Level 11 überspringen wir. Und sobald wir Level 12 erreichen, gucken wir dann nochmal nach, was wir denn nachrüsten können. Aber so ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder in Ordnung. Ne? Achso. Muss ich hier schon wieder Licht einstellen und dann. So. Voilà. Ja. Ist schon krass. Das LED-Ding leuchtet gar nicht, ne? Das Ding hier, das LED-Licht leuchtet gar nicht. Kann sein, dass das nur nachts leuchtet? Ja, guck mal, hier vorne unser Logo leuchtet auch nicht. Das hat ja auch nachts geleuchtet. Fotostudio? Fotomodus. Okay. Das leuchtet wohl die ganze Zeit, aber nur ultra schwach, so dass du es tags halt nicht erkennst. Alter, dieses Hinterherhängen von dem Weißabgleich. Wenn du so machst, ist erstmal weiß und so erstmal komplett schwarz. Das ist. Oh, Alter. Ah, ist ja geil, Alter. Wuhu. Oh, Alter. Das ist schon. Das ist schon echt krass. Also grafisch, ne, ist das Spiel halt wirklich einfach. Also, ich weiß nicht, ob da andere Spiele so schnell rankommen werden. Ja, ist ja dieses komische, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Australia Truck Simulator oder irgendwie sowas, habe ich jetzt letztens gehört. Ist wohl in der Mache, was wohl so ein bisschen mehr Real-Life-mäßig sein soll, also dass du auch Essen kaufen musst und so ein Scheiß. Aber ich frage mich echt, ob die an das hier grafisch rankommen. Gerade solche Sachen hier wie dieses. Das ist ja. Oh. Das ist schon krass. Das ist schon hart am Arsch. Das ist schon heftig. Ja. Oh. Dieses Weißabgleich ist schon cool gemacht, ne? Mit dem Weißabgleich. Deswegen meine ich ja, das Spiel mit HDR. Ich glaube, das würde zerficken. Tiefenschärfe? Achso, ja. Dass der Hintergrund so ein bisschen blurry ist. Ne? Das war gerade falsch. Ich wollte den Regler drehen. Da. Grad der Unschärfe, also das ist, wie stark das denn ist, wenn ich jetzt so mache. Okay. Oh, okay. Ja. Whatever. Ui. Oh. Okay. Okay. Boah. Eieiei. Ist ja wow. Das hier erstmal, wumm, ist jetzt nur noch rot und dann nur noch gelb hier. Blau. Ja, gelb wäre, wenn man rot und grün hat. Ne, rot und grün, ne? RGB ist gelb. Ja, kann man schicke Sachen mitmachen, ne? Ja gut, tagsüber sieht es halt total behindert aus. Aber gerade nachts kann man mit diesen Lichtfarben hier, kann man schöne, ja, so Party-Szenen-Effekte machen, ne? Ja, kann man schon coole Sachen machen. Hütchen, ja, dann,
soll es damit auch erstmal gewesen sein. Unser LKW ist wunderschön. Und wir beenden da mal die Folge, die jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde gegangen ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, Weltherrschaft an uns reißen oder irgendwie so. Ja. Speicherplatz verfügbar, 2 Terabyte. Also, auf der Platte, wo ich aufnehme, ist ja meine Arbeitsplatte. Auf meinen Storage-Platten habe ich ja noch viel mehr frei. Egal. Ja. Sorry.